Hallo und willkommen zurück zu Shadowrun Returns Dragonfall. Und wir sind jetzt hier in der unteren Ebene des Manor-Dingsters. Und werden uns jetzt hier wieder umschauen und gucken, was wir über den Haufen schießen müssen. So, dadurch. Ein langer Gang. Lass mal die anderen mal nachkommen. Das hier sieht schon nach Kampfgebiet aus. Oh, da ist einer. Ja, sehr schön.
Die wilde Zigarette ist das dritte, vierte. Ist.
Aber Academic. Ah, verdammt, können wir nicht speichern.
Bitte lass mich speichern. Leider nein. Okay. Dann machen wir hier einmal Buff. Und den hier. Interface Error. Nochmal. Er hier kann einmal das benutzen. Dann das. Verfehlt, super. Kostet eins, bringt eins. Sehr gut. Na. Schön. So, mal gucken, ob da jetzt noch jemand kommt. Sehr gut getroffen. Hier noch mit. Ah, kann er nicht. Auf dahin. Einmal nachladen. Sehr gut. Nachladen. Mehr können wir hier auch nicht tun. Den kann ich nicht erreichen. Er ist nicht so günstig. Scheint aber auch nichts sein, außer dieses Medkit, was wahrscheinlich ein Item ist. Der wird mich auch so nicht angreifen können. Also werde ich einmal nachladen. Und dann gucken, dass ich nach oben hin unterbreche. Tante hat sie jetzt nicht unterbrochen. Okay, dann. Na gut, aber das ist trotzdem fast Matsch. Nochmal den zuerst. Okay, hat noch einen übrig. Zwei Schaden.
Können wir heilen. Neuen Buff verteilen. Zerbrechen. 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 Nö, wieder nicht. So, jetzt auch kein neuer reingekommen. Das fast gewesen. Markt Target, schön. Er könnte jetzt auch mal sein Ding hier benutzen. Easy peasy. So, was hast du zu sagen? Crazy Woman is crazy, ja, genau. Ich glaube, die werde ich nicht freisetzen. Okay, Transition. Was haben wir hier unten noch? Nur die Zellen? Ja, sieht so aus. Dann gehen wir mal weiter. Into the Dark.
Zeug. Gascan. Haben wir hier einen Tisch. Okay, müssen wir später gucken. Müssen jetzt wahrscheinlich das Gas in den Dings werfen, dann Strom erzeugen und damit das Licht anmachen und dann die Pläne lesen. Ein Red Scorpion. Okay. Wieso muss man das vollfüllen, damit man einen Generator anmacht? Das macht jetzt eher wenig Sinn. Aber gut. Hm?
ein Hinterhalt, also dann schauen wir mal. Active Blasting Area. Oh, wir haben Blut. Gucken, ob wir die irgendwie gegeneinander pitchen können. Okay, was ist denn hier? Können wir nicht benutzen. Dann müssen wir wohl hier weiter. Das ist eine etwas dämliche Struktur hier. Töff, 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 töff. Ja, lauf dahin. Ist das Ding aus dem Weg? Läuft schon mal hier erstmal hin, damit er den Hasen machen kann. Er kann ja eigentlich noch nicht angegriffen werden. So. Dann komm mal her, du Drache. Konnte die jetzt nicht schießen? Und wieso hatte der das Ding nicht benutzt? Na super, du bist voll der Held. Okay. Nett. Wunderbar.
kaputt. Hier können wir nochmal nach unten gucken, oder? Noch ein Drache. Ja, so eine Echse oder was? Nochmal die Karte, um das Ding hinten zu öffnen. Hier kommen jetzt bestimmt noch Skorpione. Oh. Drei Stück. Es wird fies. Leider ein AT verloren. Haben wir noch andere Möglichkeiten? Die könnte den AP klauen. Super. So, damit der nicht angreifen kann, den hier ziehe ich nach hier rüber. Der hier kann, glaube ich, jetzt nichts tun. Wobei, ne, der hat noch kein Schlafsymbol drüber. Der ist wahrscheinlich auch noch okay. Aber die können ja auch schießen. So, machen wir hier hin. Auf jeden Fall, dass der von unten nicht angreifen kann. Dahin. Tuff, tuff, tuff. Der aktiviert die Drohne. Die fliegt hier hin. Alle low critical damage. Na, Mist. Okay, er hat nur einmal angegriffen. Passt, wunderbar. Heilen. Moxen wir erstmal den da vorne ab. Sehr gut. Ja, warten wir erst noch. 90 bei beiden. Nummer 1.
Quatsch. Dann da nochmal gezielt. Naja. Erstmal den umzuballern. Oh, die beide sehr gut getroffen. Perfekt. Was haben wir hier? Jetzt hänge ich hier die ganze Zeit im Kampfmodus, nur weil ich den einmal ausgesucht habe. Oder beendet sich das? Ah, okay. Was haben wir hier? Okay, da sind noch ein paar Skorpione. Oh, die haben den ersten Zug, greifen aber nicht an. Dann... Der Hase. Wechseln wir mal hin und her, vielleicht kommt dann nicht zu dem Interface-Fehler. Ja. Also der hat sowieso 99%. Da hätte ich wahrscheinlich auch besser die Leute um die Ecke bewegt. Na, 80%. Oh, sehr schön. Batz, kaputt.
Wäre ja voll clever gewesen, wenn die Explosives mitnimmt und dann in diese Löcher wirft. Können wir nichts machen. Da geht's dann weiter, aber hier können wir ja auch noch rein. Wir haben jetzt diese Karte. Okay. Jetzt haben wir ein etwas größeres Loch. Hui. Was? Ich glaube nicht, Tim. Aber hier werde ich auch erstmal speichern und einen Schnitt machen. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter. Bis denn.